So. So, liebe Freunde, ich begrüße euch zurück bei der finalen Aufnahmesession von Star Wars Jedi Fallen Order, Alter. Ihr seht, ich bin immer noch im Sith-Mode drin, Alter. Auch wenn wir keine Sith sind, ist egal. Aber wir erkunden hier die Anlage. Wir haben die gerade geflutet. Mal gucken, wo wir jetzt hier so lang können. Hier gibt es einen geilen Droiden. Was geht, Alter? Moin. Und schau mit dir. Gibt es hier irgendwas? Kann ich hier irgendwo drauf drücken? Ne, wir können einfach weitergehen. Ah, hier gibt es einen Meditationspunkt. Ja, schön. Erstmal ausruhen. Gegner respawnen ist sowieso, glaube ich, egal, weil man nicht mehr zurückgeht. So, ich glaube, also das hier ist jetzt ein, denke ich mal, sehr lineares Level-Design. Also ich gehe stark davon aus. Nähere mich. Hi, Boys. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich will erstmal, dass die beiden da oben feuern. Verfolgt sie! Dranbleiben! Tank geht! Ja, die Fernkämpfer sind ja immer die... Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? Ganz, ganz clean, Alter. Das war ein ganz, ganz cleaner Fall. Oh, ey. Die imperiale Mucke ist so krass! Ja, ich weiß, dass man da was hacken kann. Ich will mich nur hier oben einmal umschauen. Hier, genau, hier ist es. Aber falsch. Verdammt. Genau, hier ist es. Das Trainings, die Trainingsanlage. So, kann ich hier was machen? Vielleicht sterben die jetzt schon? Ah, ich kann die... Ich kann die Plattform verändern. Geht es jetzt wieder zurück oder gibt es noch eine dritte Instanz? Nee, ich denke mal, wir kämpfen mit der... Ich denke mal, wir kämpfen mit der offenen. Weil dann können wir die Leute einfach... Ich weiß ja, was gleich passiert. Damit wir uns hier das Kampfterrain... Wir bestimmen, wie wir kämpfen wollen. Ja, damit wir hier Möglichkeiten haben, Leute irgendwie da reinzustoßen oder so. So, du machst das schon, das mal. Beeil dich, Kumpel. Und dann gibt es jetzt den absoluten Gigafight. Kannst du da einbrechen? Boys and Girls. Das brauchen wir. Er will erstmal noch was scannen. Bist du fertig? Hi, Freunde! Vorwärts! Seid vorsichtig! Vor uns gibt es kein Entkommen! Schon der Erste? Mir entkommst du nicht! Nein, das auch, dass er da nicht mal eben wegfliegen kann. Und das ist der Zweite. So, jetzt kommen aber einige, ne? Ja, jetzt kommen halt echt einige. Gebt mir etwas Zeit! Er ist zu schnell! Holt euch das Ziel! Holt euch den Jedi! Ey. Wir haben einen von uns erledigt! Jetzt habe ich da auch nur einen getroffen habe. Gut, der ist immerhin runtergefallen. Ja, aber könnte, also ich glaube, das Terrain ist ganz gut. Ich denke mal, wir werden uns den Druiden auch hacken. Ich treffe ihn nicht! Nehmen wir kurz den Stim, aber den Druiden, den werden wir uns einfach hacken. Hallo. Also. Er, da ist halt ein Problem. Hallo. Er ist ein Problem. Ohne Flammenkuppler Unterstützung können wir nicht gewinnen! Ja, ist richtig. Markiere Feind. Ja. Aber du musst jetzt immer sterben, bitte. Systeme fallen aus. Ja, ist ja gut, Alter. Das ist so ein uncleaner Fight, den ich hier spiele. Bitte hack ihn, bitte hack ihn, bitte hack ihn. Ja, nice. Ich brauche Hilfe. Stim. Und jetzt kämpft er für uns. Wenn hier weitere Leute kommen. Als ob es das jetzt war. Wir müssen ihn aufhalten! Ich werde ihn erschießen! Alter, der war auf jeden Fall enorm. Ist der Rüben schon down? Ja, scheinbar. Trefft ihn endlich! Nee, er war da noch drin. Okay, er hat schon wenig gekämpft.
So, was passiert jetzt? Ah, so einer ist das jetzt, alles klar. Jetzt verändert sich hier die ganze Zeit das Terrain, das ist natürlich ekelhaft. Der Jedi ist schwer zu treffen. Systeme fallen aus. Trivialer Gegner. Genau, gegen ihn wussten wir ja, wie wir ihn zu geben haben. Ja, ja, ist okay. Danke, dass du da bist. Er ist down. Alles klar, kommt noch wer? Ja, natürlich, kommt noch wer. Verfolgung aufgenommen. Oh, scheiße, ey. Zwei sehr, sehr starke Boys kommen auch noch. Und Rocket Launcher Typen. Ja, ihn schalte ich erstmal aus. Das war's für unsere Raketentroppler. Ich glaube, ich nehme erstmal ihn, weil er ist, glaube ich, echt langsam. Ja, da. Bin gleich bereit. Okay, er hat kassiert. Das ist ganz gut. Ich werde dich aufhalten. Ja, Mann, die haben beide kassiert, Alter. Die haben beide kassiert. Geil. Easy, ganz, ganz clean. Ich glaube, ich bin damals mehrfach gestorben, Alter. Aber ich habe mich jetzt so hart konzentrieren müssen. Wehe, die respawnen jetzt. Also niemals respawnen jetzt. Das wäre schon gemein. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ist die Frage. Fahr nicht zurück. Nö. Kein Problem für dich, oder? Du Experte. Du Experte. Ah, jo. Das Level. Alles klar. Boah, so langsam aber sicher kommen die Erinnerungen zurück, ey. Wollt ihr kämpfen oder nicht so? Halt mich nicht zum Narren, Jedi. Du bist unsere Zeit nicht wert. Ich glaube, hier habe ich auch jede einzelne Zelle damals durchgeguckt, ob hier irgendwas drin ist. Stirb! Wir müssen mal ein paar Leute hier. Bleib stehen und kämpfe gegen mich! Erstmal die ganzen Leute durchblocken, schön auslöschen. Ist ja easy. Fähigkeitspunkt erhalten, gar kein Problem. Wir kiten hier ein bisschen rum. Können wir ja nicht runterspringen. Ja, Mann. Genau, so dem einen müssen wir ein bisschen kiten und die anderen müssen wir einfach blocken. Lebt da irgendwo noch mehr? Nee, okay, doch. Schneller als ich dachte! Muss einfach verlangsamt werden. So. Ja, ja. Vorsicht, Querschläger! Die Schwachen müssen sterben! Ja. Immer diese Sprüche hier, ey. Boah, gehen wir doch mal jetzt nicht auf den Sack hier. Zeit für ein bisschen Spaß! Ja. Ich will mehr! So, und hier unten kann ich dich jetzt eigentlich komplett, kämpfe mit mir! Wunderbar, ne? Ja. Das war der letzte. War jetzt nicht so schwer. Ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Ich glaube, sie meint diese hier. Hab sie. Warum hat sie den Rot? Achso, sie hat das von Thriller. Alles klar, ich dachte schon. Alter. Die ist halt auch übel krass, Mann. Also Pistole und Laserschwert gleichzeitig. Wie fühlt ihr euch? Da rechts zuckt noch irgendwas. Wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Eine Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Ach, ich war gerade echt erschrocken, aber sie hat ja ihr Lichtschwert aufbewahrt. Also. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Okay. Da unten weiter. Ja, hier ist halt, glaube ich, wirklich in den Zellen ist halt niemand. Ist ein bisschen schade. Wäre ganz cool, wenn man hier irgendjemanden antreffen würde, den man wirklich noch befreien kann. Freut mich, dass du dich freust. Ja, erstmal freuen, dass man hier ist. Geil.
Lasertore. Oh, guck mal da. Der Tod, das nehmen wir aber doch mit, den Scan. Also, das Echo der Macht. Das ist ja Logo. Wenn wir das schon gesehen haben. Zack, 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 zack. Hier mal rum. Vor allem jetzt ist der Weg zum Holocron schon frei. So schnell ging das jetzt, Alter. Dieser Ort ist böse. Das weiß er auch erst jetzt, seit er da jetzt das Echo hat. Das war vorher, war uns das doch nicht klar. Wir dachten, das wäre hier das Paradies, Alter. Kell, Junge. Könnte ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Nachher dann, oder was? Wenn wir fertig sind. Das sieht auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein heftiges Setting. Und ganz ruhig auf einmal. Alter, Freunde, was geht denn hier jetzt schon ab? Boah, ich warte. Also, naja. Mal gucken, was passiert. Interagieren, Brücke wird ausgefahren. Vorne gibt es einen Meditationspunkt. Das heißt, es kann ja eigentlich hier gar nicht krass irgendwas geben. Ich meine, klar, hier sind halt überall rechts und links noch so Sachen. Da könnten jetzt überall aus diesen Toren Leute rauslaufen. Geil wäre, wenn die Brücke jetzt einfach weggeht. Wir fallen in die Lava und sind down. Schade. Wir nähern uns. BD1, du bist ein echter Freund. Oh, da sind noch zwei Cannons. Die sehen aber suspicious aus. Bin ich early. Die zwei Kanonen, na. Also. Das habe ich noch nie gesehen. Fortschrittlich, selbst für das Imperium. Was soll denn das sein? Sicherheitssystem. Okay. Ja, mal schauen, was hier passiert jetzt. Wenn wir hier jetzt draufdrücken. Also die Kanone habe ich im Blick auf jeden Fall. Okay. Da wird die Brücke einfach ausgefahren. Geht sie da zurück? Nee. Da bleibt die auch noch. Das ist fucking creepy hier. Aber was ist das bitte für ein abnormal geiles Setting? Als ob jetzt nichts passiert, wenn ich da durchlaufe, so. Als ob einfach wirklich nichts passiert. Jetzt werde ich gleich weggeknallt. Da gehen wir jetzt erstmal hoch, Alter. Sie haben sie gebrochen. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. Ich kann ihn nur zerstören, präventiv. Kann ich echt nichts machen, das ist ja... Wir stehen da so auffällig, Alter. Naja, Freunde. Ich würde sagen, ich weiß, es ist jetzt eine etwas kürzere Folge. Aber wenn wir da jetzt reingehen, habe ich halt keine Chance mehr, noch einen Cut in irgendeiner Form anzusetzen, fürchte ich. Weil wenn da jetzt echt das Holocron ist, ich weiß ja ungefähr, was auf uns zukommen wird. Ja, dann will ich nicht einfach mitten da drin unterbrechen. So, deshalb, in diesem absolut epischen Setting verabschiede ich mich und in der nächsten und letzten Folge von Jedi Fallen Order gehen wir dann da rein. Erfüllen unser Schicksal, holen uns das Holocron zurück und hoffentlich bauen wir dann den fucking Jedi-Orden wieder auf. So, Freunde, wenn das kein Anblick ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Und mit dieser Atmosphäre hier, die schon so anspannend ist, verabschiede ich mich. Haut rein, bis zur nächsten Folge.